So, hier bin ich dann jetzt aus dem Wasser raus und ich muss sagen, es hat wirklich trocken gehalten. Klar tropft das hier jetzt alles runter, aber das kommt natürlich überwiegend hier auch von der Schwimmweste, wo das Ganze dann aus dem Stoff so ein bisschen raustropft und hier runterläuft. Na, aber hier an den Armen, wie ihr wirklich überall sehen könnt, ne, perlt das Ganze so ab. Alles schick, alles schön. Ganz leicht ist hier Wasser an den Armmanschetten reingekommen, am Hals nichts. Und hier an den Beinen natürlich, klar, hier ist die Schwachstelle. Ne? Das sieht man ganz klar, hier ist der Neoprenanteil. Und hier meine Schuhe, wenn ich die jetzt einmal ausziehe hier, dann seht ihr natürlich, dass dementsprechend da Wasser drin ist. Socken sind nass, okay, macht aber nichts. Ne? Das bisschen Wasser, was da reinläuft, wird normalerweise vom Körper dann aufgewärmt, bleibt da drin und hält das Ganze dann auch noch so ein bisschen warm. Ne? Man kann also ohne Probleme auch mit einem Neoprenanzug ins Wasser rein. Ne? Das Ganze hält dann warm, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber hier in diesem Bereich habe ich dann schon gemerkt, auch mit dem Base Layer, dass es relativ kühl ist, aber ich war jetzt auch 5-6 Minuten im Wasser und das ist auch voll okay. Ne? Also von daher sage ich wieder, der Tu auch bei 10 Grad Wassertemperatur, Tendenz zu 9 Grad, gar kein Problem. Stand-up-Paddeln hier super möglich, alles schick, alles schön. Top.